Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. In dem heutigen Video würde ich gerne drei pragmatische Tipps mit euch teilen, die euch bei der Anwendung von Produkten jede Menge Schotter sparen lassen. Denn bei den Produkten auf diesem Kanal hier bewegen wir uns ja häufig in Preisbereichen, die dem Premium-Segment angehören, das heißt bei Bartpflege- und Haarstyling-Produkten im Preisbereich von 20 bis 30 oder 40 Euro und bei Hautpflege häufig im Preisbereich von 40 Euro und mehr pro Produkt. Und da ist es, finde ich, ganz besonders wichtig, dass man entsprechend mit den Produkten umgeht, um nicht jeden Monat neue Produkte bestellen zu müssen. Und es gibt so ein paar Pain Points, ein paar Produkte, die durchaus kritisch sind bei der Anwendung, wo man mal gerne ein bisschen zu viel benutzt, ohne dass man es vielleicht selber merkt. Und aus diesem Grund möchte ich euch heute einfach drei Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr das meiste aus euren Produkten rausholt und die es mir tatsächlich erlauben, dass ich kaum Produkte nachbestellen muss, weil ich einfach ewig davon habe. Wir haben hier heute drei Kategorien, und zwar einmal Hautpflegeprodukte, dann Haarstyling-Produkte und Produkte, die zum Sprühen geeignet sind, was meistens eben auch Haarstyling-Produkte sind, beziehungsweise Pflegeprodukte für die Haare wie Leave-in-Conditioner und so weiter und so fort. Und es gibt bei allen drei Produkten jeweils einen wichtigen Tipp zu beachten, wie ihr besonders sparsam mit euren Produkten sein könnt. Anfangen würde ich gerne mit dem Thema Hautpflege, und da habe ich zwei verschiedene Produktarten für euch, und zwar einmal Produkte, die in so einem Tiegel kommen. Die sind nämlich häufig mit einem Spatel ausgestattet, der hier oben dann so drauf liegt. Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Entfernung sehen könnt. Falls nicht, werde ich euch noch ein Close-up reinhauen. Auf jeden Fall ist das so ein kleiner Plastikspatel. Und die andere Art von Produkten sind eben so Produkte mit einem Sprüh- oder mit so einem Pumpaufsatz. Hier habe ich jetzt das Lumines Cellular Rejuvenation. Hier habe ich jetzt zum Beispiel das Lumines Cellular Hier habe ich zum Beispiel jetzt das Lumines Cellular Rejuvenation Serum. So, jetzt hat es auch geklappt, von der Firma Jeunesse. Und das ist ein Produkt, hier sind 30 Milliliter drin und das geht für 147 Euro über die Ladentheke. Ist echt ein sehr gutes Produkt, aber leider auch sehr, sehr teuer. Und bei beiden von diesen Produkttypen habe ich es lange so gemacht, dass ich mir ausreichend von dem Produkt in die Hände getan habe. Das heißt, ein bis zwei Pumpstöße, beziehungsweise dann mit dem Spatel einfach so viel, wie ich dachte, das richtig ist. Habe das dann zwischen meinen Händen verrieben und dann in meinem Gesicht verteilt. Und das ist der völlig falsche Ansatz, kann ich euch sagen. Und ich habe leider erst sehr spät gelernt, dass es auch viel, viel effizienter geht, nämlich indem man sich einfach einen Pumpstoß beispielsweise hiervon auf die Rückfläche der Hand gibt und dann mit dem Finger da so reindippt und das dann auf dem Gesicht verteilt. Das gleiche ist es hier bei diesem Tiegel. Ihr nehmt einfach mit dem Spatel oder mit dem Finger, wenn ihr keinen Spatel habt, ein bisschen von dem Produkt aus der Dose raus, tut das auf euren Handrücken und verteilt das dann eben in dem Gesicht. Das geht eigentlich mit fast jedem Hautpflegeprodukt. Sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, aber ihr habt damit ohne Scheiß locker doppelt bis dreifach so lange von euren Hautpflegeprodukten, einfach weil der ganze Kram sonst in den Händen und damit eben auch im Waschbecken landet und nicht auf eurer Gesichts- oder Körperhaut. Produktart Nummer zwei sind dann diese Sprühprodukte wie Leave-in-Conditioner oder auch das Beard Brand Salzwasserspray, was vor einer ganzen Weile ja mal auf diesem Kanal hier vorgestellt wurde und inzwischen leider nicht mehr in der EU vertrieben wird. Aber das war zum Beispiel so ein Produkt, ich erinnere mich noch, ich habe davon immer mega viel gebraucht und habe mich gewundert, warum das so schnell leer ist. Und es war dann mit 25 Euro viel zu teuer dafür, dass es nach einem Monat schon wieder weg war. Und da gibt es eben auch einen ganz einfachen Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben kann. Und zwar sowas hier nicht in den Haaren direkt zu verteilen, sondern anders als bei den Hautpflegeprodukten, das wirklich erst in die Hand zu geben und dann eben zwischen den Händen zu verreiben und in den Haaren zu verteilen. Anders als bei den Gesichtspflegeprodukten ist es hier so, dass bei diesem Sprühkopf einfach zu viel Produkt um euch herum landet. Das heißt im Bad oder auf den Klamotten oder sonst irgendwo. Und dadurch, dass ihr das Ganze konzentriert in die Hand gebt, dann verreibt und dann in euren Haaren verteilt, spart ihr auch locker die Hälfte von dem Produkt. Bei diesem Produkt hier ist es zum Beispiel so, dass es 3 Monate braucht, bis es aufgebraucht ist. Und ansonsten wäre das bestimmt nur anderthalb oder vielleicht sogar nur einen Monat, bis ich das hier neu kaufen müsste. Und damit kommen wir zu der letzten Produktkategorie, und zwar den festen Haarstyling-Produkten. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, der die meisten hier auf dem Kanal ansprechen wird, weil Haarstyling-Produkte die Produkte sind, womit die meisten in dieses hochpreisigere Segment, sage ich jetzt mal, einsteigen. Oder eben auch bei Bartpflege ist eigentlich genau dasselbe. Und zwar, was ich euch hier mit auf den Weg geben kann, ist, anstatt dass ihr große Mengen von dem Produkt verwenden solltet, solltet ihr lieber mit mehreren kleinen Mengen arbeiten, sofern es eure Zeit zulässt. Wir alle kennen die Videos von großen englischsprachigen YouTubern, die einfach Massen von dem Produkt daraus nehmen und dann so ein Flatschen an den Händen kleben haben oder an den Fingern.
Und ehrlich gesagt könnte das nicht weiter von der Realität entfernt sein, denn meistens brauchst du viel, 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 viel weniger Produkt, als du eigentlich glaubst. Und deshalb ist mein Tipp an dieser Stelle, einfach weniger von dem Produkt zu benutzen und dafür das Produkt in mehreren Lagen anzuwenden. Das heißt im Englischen layern, das heißt mehrere kleine Mengen von dem Produkt nehmen und nach in den Haaren verteilen. Das sorgt erstens dafür, dass das Styling viel, viel gleichmäßiger wird, weil das Produkt einfach gleichmäßig auf dem Kopf verteilt ist und nicht alles an einem Fleck hängt. Und zweitens sparst du damit auch jede Menge Produkt, weil du nämlich nur so viel benutzt, wie du wirklich brauchst. Außerdem gibt es noch viel mehr Gefühl dafür, was ein Produkt wirklich mit deinen Haaren macht. Also es gibt eigentlich nur Vorteile davon, das in mehreren kleinen Etappen zu verwenden, anstatt in einer großen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer so 2 kleinere Mengen von dem Produkt nehme, beziehungsweise in manchen Fällen auch 3. Beispielsweise bei Pomaden wie der, die ich hier habe. Das ist die Sheer Revival Crystal Lake. Ja Leute, das war es auch schon mit diesem Video. Mir war es einfach wichtig, das an euch rauszuhauen, weil ich finde, dass wenn man viel Geld in Pflegeprodukte investiert, dann sollte man auch lange davon haben. Und mit diesen Tipps garantiere ich euch, dass ihr 2 bis 3 Mal so lange von den Produkten habt, wie wenn ihr diese Tipps nicht befolgt. Das war's jedenfalls. Ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten haut mir doch einfach eure Meinung in die Kommentare rein. Wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.